Ja, willkommen, mein Name ist Andy Goldberg und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ich habe die Aufnahme hier schon mal gestartet, ich voll Idiot. Aha! Wir gehen wieder raus hier, wir sind hier fertig. Ich muss ja nicht mehr hin. Ah. Aufnahme starten, warte mal, ich bin da nur hier. Ah. Okay, stimmt, aber wir haben ja noch nicht den ganzen Wald hier erkundet. Deswegen gehen wir mal. Und erkunden den restlichen Wald. Ich glaube, ich kann nicht mal irgendwie so raus und rein zoomen. Ah, boah, das ist irgendwie besser. Ja, gehen wir mal auf die linke Seite der Karte. Ja, von mir aus die rechte Seite. Ja, wenn man das Level erhöht, dann okay, dann tut man schneller was herrschen, aber dann nehme ich auch mal automatisch an, dass man auch besser Sachen herstellt und nicht irgendwie so ein Rotz die ganze Zeit. Keine Ahnung, irgendwie Rose hat noch irgendwie letztes Mal, als ich in der Folge so gesagt, ich kann nicht glauben, dass ich mit Seraphim rumlaufe. Dann Mickley oder so, ja, ja, das finde ich auch gut. So, weil die hat ihn ja, nehme ich mal, nicht gesehen, sondern einfach nur gehört und hat natürlich wieder Angst bekommen. Weiß nicht, ob ich das. Ich hoffe, ich schneide das nicht versehentlich mit raus. Und ja. Danach Big Leo so, ich kann nicht was noch mit so einem durch die Gegend renne. In der letzten Folge haben wir übrigens auch hier den Wald erkundet, habe ich glaube ich gar nicht am Anfang gesagt, ne? マジだ。ここってもうローランス?そう、ラストンベル。有名ですわよね。商人と職人が集まる街として。そうそう。意外にものし。って、頭の中に話しかけるの禁止だって。すみません。あの、リーズがケーファー。なんかすごいのがいる。ああ、ローラン総兜だね。へえ、伊豆地にはいなかったよ。かっこいいな。 スレみたいなもの好きが多くてね。違う。え?そいつはバーグランオオクワガタだ。クワガタなんだ。ああ、似たようなもんでしょう。どっちも角ついてるし。全然違う。兜のは角だ。クワガタのは顎だ。詳しいな、デゼル。常識だ。けど、発達は異なるけど、両方は? どちらも闘争用だが、クワガタは腐葉土や朽ち木に潜るために使う。似てるけど別の道具ってことだな。要するにあれね、お好み焼き用のコテともんじゃ焼き用のヘラみたいなもんだと。いや、何を言ってるかわからん。なんだよ、意気投合しちゃって。まつぶ。あいつがそんなメンション化したい。ビデイマ。 Sowas als selbstverständlich hinstellt. Hallo. Ruhn, hast du noch Ausrüstung mit offener Fertigkeit? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Dauer der Werterhöhung, das interessiert mich ein Dreck. Also nicht hier. Und sie irgendwie gar nicht. Wir müssen jetzt mal geholfen. Ich sag immer das gleiche. Boah. Puh, weg, ich gehe weg, mein Planet braucht mich. So, vielleicht mit dem Wunderkoch aus Symphonia verwandt, das kann nämlich sein. So, da müssen wir hin, deswegen gehen wir erstmal hier hin. Wir haben ja noch eine Höhle, die wir noch nicht komplett erkundet haben. Wie soll ich da mal als nächstes hingehen? Weil das ist optional und da will ich gucken, was da ist. Wahrscheinlich war das da völlig übermega. Optionale Boss. Oh, die Gegner drin sind, glaube ich, genauso stark wie sonst auch hier irgendjemand. Hallo. Lamorak-Höhle. So ist der Teil. Glaube ich. Schon wieder 10 Minuten her. Könnt mir nicht von mir verlangen, dass ich das noch weiß. Ja, da war eine Sackgasse. Da ist die Höhle. So, wo waren wir denn? Ich glaube, dann waren wir überall, ne? Dann gehen wir mal in die Höhle rein.
Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Aber nur so zur Vorsicht. Durch trotzdem mal speichern. Na, gucken wir uns mal da drin um. Scheint ja noch sehr weitläufig zu sein da drin, ne? Aber es wurde nicht gesagt, dass ich da nicht rein darf. Also gehe ich auch da rein. Pff. Komm ich doch mal. Also nicht ihr, sondern ihr wisst schon, die sind Schweine. Die haben Kenny getötet. Wer hat Kenny getötet? Ja, ich weiß schon. Die sind Schweine. Gegen so einen Skorpion haben wir noch nicht gekämpft. Komm mal her, ich schneide dir da den Schwanz ab und dann bist du weg. Schwäche Wind, das ist doch perfekt. Wache Meister. Wache Meister. Holy Lads. Doch, das ist es. Was? Ah, diese. Er ist nur eine, nehme ich an, sehr verwirrte Seele. Noch niemand versteht. Hier, komm mal her. Schwäche Wasser. Na, ja, komm mal her. Ich will Dings steuern. Oh ja. Miklos Kampf-Talente. Ich habe den zum ersten Mal gespielt. Okay. Miklo kann im Nahkampf gut mit dem Stab umgehen. Er hat zudem Kriegsarzt die Wassergeschosse abfeuern. Man kann aus mittlerer Entfernung Kombos mit niederrangigen seraphischen Arzt ausführen. Dank seiner hohen Artverteidigung ist er gegenüber Feinden, die von allen Arztnutzen einem Vorteil. Er kann sich außerdem mit Heilungsarzt aus. Erkennt sich außerdem mit Heilungsarzt aus und passt gut auf seinen SK-Level auf. Okay, ich habe den zum ersten Mal gespielt. Okay. Muss ich mal ein bisschen ändern. So, Schwall habe ich noch nicht. Gibt es damit einen Regenguss? Höheres flauschiges Art von Eisplünderer. Ah, okay, wenn ich das also. Was? Wie macht man das? Hä? Wie macht man das denn bei Magie? Ich habe noch nicht, also. Ja. Da ist eine Sackgasse, da gehen wir hin. Waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal da hin. Okay. Wie viele Stunden spielen wir schon? 25 Stunden. Ich habe zum ersten Mal mit Leo gespielt. Auch gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, doch, hier waren wir doch schon. Ach Mensch. So. Schwall. Hörst du was? Seraphische Last von Eisplünder. Eisplünder ist hier. Da muss man einfach gedrückt halten, okay. Okay, während er das einsetzt, muss man einfach nochmal gedrückt halten. Das ist kompliziert. Wenn man so Kampftechniken hat. Boah. Wenn man so Kampftechniken einsetzt. Dann. Oh, da ist eine Truhe. Muss man einfach nur Kreis gedrückt halten, dann setzt er 3-4 Angriffe auf einmal ein. Hier muss man dann richtig abtimen. Yeah. Wupp. So, hier habe ich glaube ich alles erkundet. Da konnte ich ja nicht rüber, ne? Ne. Was kann ich neben dem springen? Und Düsen. Erinnere mich ja irgendwie an diesen Schrei von, ich wollte schon Dragon Age sagen, von Skyrim. Als ja auch so ein Schrei, wo du von einem Ort zum anderen, wo du einfach so mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hingedüst bist. So, oh, da konntest du auch mehr oder weniger so über die Luft laufen, weil du so schnell warst. Da war ich. Da war ich in der letzten Folge. Wollte schon sagen. Warum drücke ich das?
Wollte die Karte aufrufen. Oh, Karte! Irgendwie so was. War das? Keine Ahnung. So. Ich kann da drüber. Was? Okay, ich muss zu den anderen Dingern noch zurück. Apfelgummi. Allerdings hat jetzt hier aktiviert, ne? Ja, wenn ich das nicht haben kann, dann kann das niemand haben, okay? 3200 Galt. Galt-Probleme habe ich echt gar nicht. Und Haarknoten. Cool. Haarknoten braucht eigentlich niemand, ne? Ja, ich kann wieder nur eins. Nein. Nein. Nein, einfach nein. Throne aus Tales of Xillia hat das gepasst, aber hier nein. Okay, dann muss ich die anderen Dinger auch nochmal erkunden. Auf dem Rückweg. Verdammt. Okay. Was ist das denn? Auri Pigment. Steinharter Einsatz. Was sind diese ganzen Punts hier? Wie nennt man das mal? ヒソヒソ話か。うまい。笑い事じゃないだろ。 Ja, diese ganzen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das auf Deutsch? Punz nennt man sowas in Englisch. Wie nennt man das in Deutsch? Schlagwörter, irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich würde sagen, mit der deutschen Sprache bin ich etwas hinterher. Oh Gott! Sehr viele Skorpione. Ist denn heute schon Ostern? Was ist denn hier? Danke! Ja. Ich bin im Spiel, da steht er. Ah, Kamera! Schmeiß dich hier von der Klippe runter. Also die Kamera. Oh, jetzt kommt das auch noch. Ich wusste es! Ich wusste es. Ich hätte es aber, glaube ich, irgendwie besser gefunden, wenn er einfach nur gesagt hätte, nein. Du musst daran glauben. Los, versuch es. Nein. Voll wie Batman irgendwie. Ja, ne, Daisy ist irgendwie Batman. Habe ich so ein Gefühl. Auch deine Sieg bei den ersten Feinden sollst du nicht nachlassen. Die Objektflusszahl anscheinend mit der Anzahl der Feinde, die du besiegst. Okay, macht irgendwie Sinn. Du musst einfach nur daran glauben. Los, versuch es. Nein. Sehr schön. Okay. Wie viele Dings haben wir denn jetzt? Ich war, glaube ich, 20 oder ich habe 9 erst. Ach. Für ganz viele Kämpfe, Stöße und so weiter, das brauche ich noch. Boah. Ich brauche noch 500 Kämpfe. Hallo? Ach, was ist das? Satt. Irgendwie brauche ich nicht. Gilliam, hast du noch Ausrüstung? Ja, warum sag ich denn eigentlich, Mann? Ist immer das Gleiche, Mann. Ist auch immer das Gleiche. Die natürliche Weste. Oh, ich weiß gar nicht, bei einigen Sachen.
ich da schon vier Effekte habe, wird dann einer ersetzt oder so? Ich weiß das nicht. Sagst du überhaupt irgendwas zu dieser Höhle? Nein. Irgendwie wird höhere seraphische Art ist irgendwie doof. Bei Magie. Ich meine, da kann ich ja halt gleich irgendwie den Knopf, nachdem ich diese Magie eingesetzt habe, dahin bewegen und Kreis drücken. Dann habe ich, kann ich halt auch hintereinander einsetzen. Also, was bringt mir das? Danke dir, das öffnen, aber okay. Floridband. Mir fehlt der mittlere. Boah, das gibt mir A-Angriff. Oh. Dreck. Ist mal ehrlich, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Oh, Happy Birthday. Ah, das Monolith, gut. Und da kann man irgendwo rüberspringen, habe ich das Gefühl. Fortgeschrittene Techniken im amortisierten Zustand werden die Effekte von Ausrüstungsfertigkeiten beider Partner, oh Gott, für die steht da einfach locker, Wirkung von dem reduzieren um 50%. Warte mal, wenn zum Beispiel beide Partner Wirkung. Okay. Im amortisierten Zustand werden die Effekte stärker. Geh weg von da. Aha. Okay. Haben wir hier auch bald alles erkundet. Wir haben ein paar Monolithen, bisschen Geld, ein paar Gegenstände und so gefunden. Lohnt sich doch. Taucht bestimmt irgendwann so ein optionaler Boss auf. Irgendwie, hier gibt es auch, glaube ich, irgendwie so 8 Drachen oder irgendwie sowas, hat mal jemand was gesagt. Im Spiel, wenn ich mich nicht irre. Voll Final Fantasy 6 mäßig. Gab es da nicht auch 8 Drachen? Oder 9 Drachen? Ich glaube 9, weiß ich nicht. Ist aber egal. Das sind bestimmt die einzigen Spiele, wo es als optionale Gegner Drachen gibt. Auf der ganzen Welt. Und das sieht richtig grün aus da hinten. War ich da schon? Nein. Oh, da ist ein Speicherpunkt, gut. Falls noch irgendwas Heftiges hier kommt. Hier habe ich gespeichert, ne? Ah, ich will es gespeichert. Jetzt kommt so mitten im Speicherpunkt. Optionaler Boss, ich mach dich platt. Dann schießt er mich mit dem Magnum. Was? Ja, eine Magnum im Fantasy-Spiel. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Der eine hatte auch eine Waffe, hier eine Schusswaffe. Oh, Floridpendel, sehr gut. Hat sowieso noch keinen Effekt, also. Ach nee, er hatte schon, stimmt. Was? Ist doch gar nicht stärker. Oh, was zum. Bin vorm Speicherpunkt, hallo? Wenn ich dann tue ich ja nochmal laden, hallo? Es ist irgendwie blöd, wenn du so gegen eine Wand angegriffen wirst, dann fällt die Hälfte. Komm mal her, komm mal her. Warte mal. Hat er eine Mystic Art? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ja, ich hab mich gerade ja, wie blöd, wenn man so gegen eine Wand kämpft. Alter. Dann, okay, wollte schon sagen. Fällt die Hälfte des Kampfgebiets weg. Voll doof. So, als ob wir vor der Klippe da gekämpft haben. Ah ja, die Klippen, ne? Ich muss ja auch noch kunden. So, du bist ein optionaler Gegner, sehe ich doch jetzt schon.
Boss Ruin, was? Okay, ich will nur gucken, welches Level du bist. Und tschüss. Alle überlebt. Und jetzt ist er für immer weg. Nein, glaube ich nicht. So, jetzt müssen wir noch die anderen Dinger erkunden und hoffentlich aus dieser Höhle rauskommen. Ja. 52. Wir müssen ja langsam diesen komischen Panther, der wir ganz früh begegnet sind, fertig machen können, ne? Hoffe ich jedenfalls. So, ich brauche mehr klebriges Zeug und Kochunfall und schleimiges Zeug und was weiß ich. Ihr habt es jedenfalls voll drauf. So, Frage, wie komme ich jetzt zurück da, ne? Da oben rechts das Ding habe ich ja erkundet, ne? Also, warte mal. Nee, das ist eine Sackgasse. Drei Gegner. Hilfe. Ja. Ist man nur noch hier. Was? Achso. Ja, schwarzes Zeug, danke. So habe ich das eigentlich nicht gemeint, Edna. Geh weg. Sehr gut. Meine Zunge ausgestreckt. So, da ist überall, da waren wir überall, also gehen wir da lang. Okay, Desel, der tut die ganze Zeit vernünftige Sachen kochen. Dabei ist denn seine Kochenstufe gar nicht so hoch. Ja, er hat einfach keinen Bock, schwarzes Zeug zu kochen. Also macht der auch nicht. Ist nicht Respekt vor dem. Jetzt Zutaten, meine ich. So, dann haben wir auch das hier erkundet. Dann wissen wir, wo ein optionaler Boss noch ist. Boah, ich muss noch alle Silbertruhen finden, merke ich gerade. Ja, weiß nicht, war da ein Stein? Ne, da war auch so eine normale Klippe, glaube ich. Dann kann ich da auch noch rüber. Also ja, kann ich noch hin. Oder auch nicht. Ich dachte. Ich dachte, da wäre nicht ein Stein in der Nähe. Okay. Haben wir unser Abenteuer hier erledigt. Wir können endlich raus hier. Dann hoffentlich den offiziellen Weg entlang gehen. Gut, oder? Wäre so ein geiles Grün gewesen. Schwarzes Zeug. Geil. Gut. Ich habe den Wald, habe ich soweit alles erkundet, ne? Bin mir aber nicht sicher. Wir können ja mal zu da hinten den Speicherpunkt neu hinrennen. Und ich glaube, ich tue meine Aufnahmesession heute schon beenden. Und werde dann wieder kurz vor Level 26 leveln. Ist ja richtig einfach. Die Gegner sind ja aus irgendeinem Grund viel schwächer. Ich da schon. Ja, da war ich schon. So, Pflanze in der Mitte. Ja, in der Mitte war ich da schon. Also der Speicherpunkt, ich weiß. War ich da? Ich glaube, da war ich auch schon. Ich werde hier wahrscheinlich leveln und wenn ich dann irgendwie einen Ort sehe, wo irgendwie eine Truhe oder irgendwie sowas ist, dann werde ich da halt nochmal hingehen und das dann aufnehmen. Keine Sorge. Das hier kommt mir auf jeden Fall die Karte. Komme ich sofort, als wäre ich da schon gewesen, aber doch war ich schon, ne? Irgendwas? Nee.
Eis am Stiel. Ich kann den Herrscher des Landes offscreen nicht leveln, fällt mir gerade auf. Ich habe schon mal versucht, mich irgendwie hin zu teleportieren, geht aber nicht. Da kommt immer näher, ich speichere. Okay, ich speichere hier meinen Spielstand und sag dann, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf nach Pendrago. Wie heißt der Teil? Ja, ne? Hat sich irgendwie so eine Lego-Sendung, die so hieß? Ne, die ist Ninjago, oder? Und ja. Dann gucke ich mal, als ich kurz bei Level 26 dann wieder bin. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.